Okay, Herrschaft. 6 gegen 6. Wir spielen mit meiner Variation des MG42. Mal sehen, wie gut es läuft. Schon mittendrin, ich hasse sowas ja. So, muss man sich erstmal einen Überblick machen. Man muss die Routen abklären, gucken, wie die Gegner dabei sind. Oh Mann. Man braucht echt viele Hitmarker mit dieser Variante, aber ich mag sie so gerne. Wait. So, wie ich sie hier habe, bin ich ganz zufrieden damit, muss ich ehrlich sagen. Also sie macht so sehr viel Spaß. Man braucht zwar vor Range mehrere Hitmarker. Hitmarker. Aber sie ist auf jeden Fall relativ entspannt im Close-Bereich. So. Da covern wir uns mal kurz beim Nachladen ab. Ich hoffe, ich höre die Schritte. Die sind für mich persönlich viel zu leise. Na? Gucken wir mal kurz hier. Das war akzeptabel. Die Waffe ist im Nahkampf halt echt übel. Muss ich sagen. Im Nahkampf haut die rein. Gut, da decken wir uns kurz lang durch. Und der rennt einfach durch. Hätte ich mit rechnen müssen, okay. Wir gönnen uns mal eben unsere Vorräte. Oh, verdammt. Oh, passt. Und holen unseren Killstreak rein. Komm, 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 komm. Komm schon. Okay, Aufklärungsdrohne. Ist okay. Gut, weiter. Komm, komm, komm. Renn, 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 mein Freund. Ich hänge hier auf jeden Fall noch eine Runde dran. Die ist mir ein bisschen zu kurz, die Runde. Wenig Action. Au. Schieß nicht auf mich. Das war dumm. Ah, verdammt. Oh, den habe ich gar nicht gesehen, heilige Scheiße. Oh. Ich wollte gerade sagen, geht da jetzt jemand runter? Perfekt. Komm da nach. Na? Den haben wir, wunderbar.
noch einer. Oder von da kommt gleich einer. Oh mein Gott. Wie die da einfach alle voll auf mich zugestürmt kommen. Teilweise voll an mir vorbei. Hasse ich. Oh, wir haben alle Ziele. Nice. Nein, komm, komm. Na? Der ist hier oben. Falsche Dings. Falsches Fenster. Wir werden gleich hier, glaube ich, ankommen. Wo bist du? Da bist du. Perfekt. Na komm, lad schneller nach. Komm schon, bitte. Danke. So. Keine Ahnung von wo. What the f... What the... Okay, den habe ich ein... Den habe ich etliche Treffer gegeben. Er brannte. Das ist halt das neue CD. Damit muss ich erstmal klarkommen. Manche Waffen sind total stark, andere kann man total vergessen. Leider eine Niederlage. Gerade mal 12 Eliminierungen. Keine Eroberung, aber ich ziehe nochmal, oder ich setze nochmal eine Runde hinten dran, denke ich mal. Gut, nächste Runde mit dem wundervollen MG42. Gucken wir mal, dass das jetzt so besser klappt. Okay. Sniper. STG und Fuchssturmgewehr. Nice. Komm, komm, komm. Gut. Ach komm, helf doch. Ich hasse sowas. Ich komme jetzt nicht mehr zu meiner Position. Okay. Na? Aber sie lasert ganz schön hart. Können wir das hier mal kurz einnehmen? Kann ich mir das nachladen in Ruhe? Danke, dass ich nachladen durfte. Och Gottchen. Blöder Trade. Na gut, das war ein STG-44. Ich glaube, so mit einer der stärksten Waffen im Spiel. Genau deswegen habe ich auch die Tür zugemacht, damit ich sie schön hören kann.
weiter rauf. Ach Gottchen. Das Teil müsste eigentlich so, selbst mit der japanischen Munition, mit dem etwas kleineren Kaliber, müsste es eigentlich ziemlich hart durchhauen. Okay. Das wundert mich auch wieder, dass da kein Kill dabei war. Und dann dieses... Ach Gottchen. Also, ich liebe das Spiel, so ist es nicht. Es ist auch wirklich geil. Nur ich fühle mich hier von den Time-to-Kills manchmal ein bisschen verarscht. Weil manchmal ist die zu kurz. Manchmal ist die zu kurz, manchmal schießt man aus der Hüfte, hat seine 4-5-Hit-Marker und dann will der trotzdem nicht umkippen. Also ein bisschen Balance rund um die Waffe wird noch benötigt. Sonst ist das Spiel eigentlich geil, aber das Balance rund um die Waffen wird noch tierisch benötigt, weil so ein MG42 sollte eigentlich schon strong as fuck sein. Aber... auch auf dieser Nahbereich-Entfernung. What? Ja, das meine ich. Also es ist noch nicht perfekt, aber... wait. Ich... bin falsch gespawnt. Ach Gottchen. Aber wenigstens haben wir getradet sozusagen, beziehungsweise einer ist noch down gegangen. Ja, da hat meine Taktik gerade nicht so geklappt, wie sie sollte. Totale Herrschaft. Ah, sowas hasse ich ja auch, dass Leute sowas wirklich machen. So, hier kommt immer noch einer lang. Oh mein Gott. Der hockte da. Super. Gut Team. Nicht C ein. Ach Gott, nimm C ein. Was macht mein Teammate da? Okay, der kam von hinten. Gut, ich dachte, der kam von der Seite. Ich glaube, ich werde mal hier mit einer Runde suchen und zerstören versuchen mit dieser Waffen. Mit diesem Waffensetup. Zwar nicht mit den Killstreaks, aber mit dieser Waffe. Bei einem etwas langsamen. Suchen und zerstören könnte das sogar besser klappen. Denke ich mir gerade so. Na, kommen wir da hin? Gut. Versuchen wir zerstören, muss es nur die richtige Map sein bei dieser Waffe. Oh mein Gott, diese Zweikämpfe manchmal. Nein, komm. Komm darüber. Nein, da ist niemand. Oh mein Gott. Sorry. Das ist natürlich schlecht, wenn wir jetzt C einnehmen.
Ich hoffe nur nicht, dass wenn ich Suchen und Zerstören spiele, mein kleines Problem kommt von anderen COD-Games. Dass ich nachher halt mal wieder der letzte Überlebende gegen 4 oder 5 bin. Und ich das zwar ab und an mal schaffe, aber nicht in einem neuen COD, wo ich dann auch mit Trash-Waffen teilweise noch spiele. Und wo man die Gegner teilweise gar nicht hört. Das ist crazy. Das ist teilweise echt crazy. Was macht mein Teammate da? Der guckt in die Richtung. Das meine ich. Also ich habe manchmal auch in den Teams immer solche Leute. Ich mache das selber manchmal, aber ist schon heftig in solchen Situationen. Nein? Ach Gott. Ja, das habe ich. Also irgendwie habe ich noch Audio-Probleme. Ich tue mich. Bin ich da gerade in seinem Blickfeld sozusagen gespawnt? Ja, so ungefähr. Also ich habe wirklich noch Audio-Probleme. Also das fällt mir in diesem Game am schwersten zu hören, von wo ein Gegner kommt. Damit habe ich tierische Probleme. Ich habe keine Ahnung, ob das noch gefixt wird oder sonst was. Normal gibt es in COD-Games nicht diese Probleme dabei. Dennoch dieses Waffenproblem, das ich ja habe, das... Was halten die Dinger aus? Holy shit. Gott, und der ist jetzt abgehauen. Na? Boah, wie viele Treffer ich schon wieder gebraucht habe. Pistole stronger than. My little MG. Ja, guck mal, kaum nutzt man nicht mehr das MG. Aber 21 Kills, das ist in Ordnung. Na, Killcam. So, meine Tode würden mich mal interessieren, die müssen aber auch gleich gezeigt werden. Auf dieser Map würde ich auf jeden Fall mit einem MG42 spielen. Ich denke mir gerade so, warum nicht? Hier ist mein schönes MG42. Okay, wir gehen aber nach B wie immer. Komm, 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 lauf. Und ich bin alleine bei B. Ich hasse das.
Na? Wo sitzt der? Was ist er da? Das lief doch akzeptabel, würde ich sagen. Für die erste Runde. Das lief mehr als akzeptabel. So. In die Richtung. Hey, bei dem einen haben wir immerhin die Füße durchgesehen. So viel zu meiner Verteidigung. Und da habe ich seinen Arm kurz gesehen. Gut. Mal sehen, ob ich dieses Niveau halten kann. Normal ja nicht. Plante doch B! Oh mein Gott, kipp doch einfach mal um, Junge! Ich liebe das Monster von der Feuerrate her und diesen krüppeligen Aussehen, aber... Es macht einfach keinen Schaden. Nein, nein, nein. So. Oh, was hat mich denn da jetzt erwischt? Und von wo? Oh, von hinten. Da ist jemand durchgepusht. Das ist schlau. Das war nicht schlecht. Mal sehen, ob wir die Runde gewinnen. Okay, Bombe ist geplantet. Das hätte ich nicht gemacht. Viel zu laut. Und mal zur Bombe gucken ist auch nicht falsch. Okay, die pushen jetzt einfach unten durch. Dann müssen wir uns jetzt was überlegen. Obwohl, wir haben jetzt Seitenwechsel. Ich will mich mitten eigentlich durch die Mitte. Aber ich denke... Kurz, gucken kurz hier. Ach komm! Wie viele Treffer hat der denn bitte abbekommen? Okay, der hat die MP40, damit die stärkste Waffe im Spiel, aber trotzdem. Okay, da ist noch einer. Ich hoffe, den hast du gesehen. Hat der. Das war nicht schlecht. So, den letzten. Hinter dir, okay. Das war strategisch schlau. Das muss ich zugeben. Ich hasse diese Map. Ich kann hier drauf irgendwie auch nicht rushen. Beziehungsweise ich mag diese Position nicht.
Mach auf. Okay. Wir sollten ein bisschen aggressiver rangehen. Die sind auf jeden Fall vor uns am Schiff. Glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir da zeitgleich ankommen. Die war scheiße. Jetzt kipp doch um! Was war das denn? Ach, das stimmt sich mal eben, aber dann trotzdem so viel fressen. Wow. Alter. Da. Alter. Der stimmt sich gegen, aber es hat nichts gebracht. Okay. Gut, ich weiß, wo ich jetzt lang, welche Route ich jetzt laufen will. Aber dennoch, das hat mich gerade eher schockiert als alles andere, weil der stimmt sich schön gegen. Aber ich... Ach, verdammt. Ja, ja, jetzt laufen wir wieder meine Route. Eine Runde zu verlieren wäre schön, dann könnten wir noch eine Runde länger spielen. Okay, die rushen alle voll in die Gegner rein. Ja, ich glaub's auch. Das nervt mich schon hart. Ich will noch eine Runde damit. Wir haben diese gewonnen. 6-4 ist scheiße. Aber... Gut, bis zum nächsten Mal. Okay, eine Runde. Wir joinen late rein. Wir sind 5 gegen 6, aber wir haben die erste Runde gewonnen. Mal sehen, wie viele waren dabei. Ja. Mal sehen, ob es jetzt auch noch so gut läuft. Meine Standardroute ist hier. Da waren 3! What the hell? Und ein MP40 natürlich, okay. Die waren alle auf dieser Seite, okay. So gut wie alle Gegner. Aber dadurch, dass unser Team STG44 und so benutzt, gewinnen wir. STG44, okay, der hat eine Tommy Gun, aber ist was anderes. Die ist ja so Medium-Tier, Mid-Tier. Der Rest aber STGs. Beobachten wir die Person mit einer etwas anderen Waffenwahl. Der pusht direkt gegen. Ja, nicht so schlau, aber mutig, nennen wir es mal. Gut. Dann los. Diesmal... An der Seite runter.
Kipp um! Uff. Okay, hat geklappt. Pff, wollte nicht umkippen, gibt's doch nicht. Die versuchen also wirklich immer über die Seite zu pushen. Ob die das jetzt auch noch versuchen? Dann schnell hier lang. Okay, das läuft ganz akzeptabel, muss ich sagen. What the... What? Oh, das sind die, welche ich normalerweise im Team habe. Ich habe echt Glück. Da lang. Okay, wir haben uns aber gegenseitig gekillt, aber trotzdem heftig. Ja, ist aber eine schöne Runde, muss ich sagen. Nicht die beste, also man könnte was Besseres machen, aber es ist alles Beta, es ist alles schnell. Ich habe nicht die Zeit, jetzt stundenlang damit zu spielen, weil ich möchte gerne, wenn es geht, in der Beta ein bisschen mehr zeigen. Okay, war klar, dass ich den nicht kriege? What the hell? Na gut, wenn er meint. Immerhin haben wir gesiegt.